So, liebe Leute, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Hier waren wir schon in der letzten Folge. Jetzt warten wir einfach ein bisschen, bis wir diese Quest hier annehmen können. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ist das so? Na bitte. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Ja, natürlich. Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Der Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Ja. Sag mir doch kurz mal eben, wie ich da hochkomme. Muss ich außen rum? Fliegen kann ich auch nicht. Oder kann ich da einfach hochklettern vielleicht, ne? Na, oder auch nicht. Hä? Vielleicht, Ach so. Ich sollte mal auf die Karte gucken. Das wird ja angezeigt, wo ich langlaufen soll. Oh, das sieht aber schon mal nach Gegner aus hier. Ja. Gewöhn dich nicht daran! Confringo! Gut. Das war nicht besonders schwer, das waren nur zwei. Oder gibt's hier noch mehr? Nee. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht Lumos. Schweigend hinaufwandern. Nö, nee, alles gut. Ich gehe nur mal kurz hier kicken, was hier Feines ist, aber das dürfte vielleicht nur eine Kiste sein. Oh. Akio. Oh, gut, eine gewisse Reihenfolge. Ja, super. Da gibt's ja unendliche Möglichkeiten. Lumos. Confringo.
Aber gibt es hier denn... Lumos. Lumos. Gibt es hier denn irgendwelche Anhaltspunkte, wie man das am besten... Wie man das öffnet, in welcher Reihenfolge? Gibt das hier? Da gibt es gar nichts, oder? Akio! Ah, das geht sofort wieder zurück. Das nicht. Okay. Akio. Zufallsprinzip. So war es zumindest bei mir jetzt gerade. Keine Ahnung, woher man das hätte wissen sollen. Aber die rausgucken sollten, die ja, wären wahrscheinlich auch beide draußen geblieben. Da auf der Plattform war ich schon. Was? Lumos. Das Testralnest muss in der Nähe sein. Ist es bestimmt. Expelliarmus! Ach Quatsch. Confringo! Oh, nochmal so ein Merlins. Es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen. Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Okay, das ist neu. Das kenne ich jetzt noch nicht. Dann möchte ich da mal nichts anderes sagen. Wahrscheinlich nur, weil die halt nicht fliehen konnten oder so. So, was muss ich hier machen? Revelio. What do I have to do here? Arresto momento. Lazio. Accio. Reparo. Nee. Ich habe keine Ahnung. Revelio. Weiß ich nicht. Wir gehen erstmal weiter. Das können wir nachher immer noch machen. Tötet alle Eindringlinge!
Ja, dann mal ein Tau. Warte, wir brauchen einen Plan. Ich hab genug von Plänen. Okay. Warum ziehst du es unnötig in die Länge? Warum treffe ich dich nicht? Du machst es mir zu einfach. Expelliarmus, Akir. Na komm schon. Ich werde dich tun. Es ist unfest. Was für ein bedauerliches Ende. Moment. Contringo. Das wirst du. Contringo. Bombard. Lass mich runter. Du zögerst das Unvermeidbare hinab. Contringo. Das Unvermeidbare. Arresto momento. Contringo. Descendo. Protego. Sie hatten es nicht anders verdient. Revelio. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Ich dachte, das Messer trifft mich jetzt irgendwie. Das sah komisch aus. Nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Jo, das machen wir jetzt so einfach. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ach so. Hallo. Du wirst mir freuen. Tschüss. Ich weiß gar nicht, wie viel Geschichte uns noch bleibt für das Spiel, bis es zum Endding kommt oder so. Der Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Contringo! Protego! Contringo! Bombard! Arresto momento! Contringo! Kommst du nicht davon!
Akio. Ach, komm ich. Siehst du? Das muss es sein. Sebastian, warte. Warten? Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrok. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Ranrok als wir. Er meinte, dass Ranrok offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Ranrok weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. In Ordnung. Lumos. Lumos. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Muss manchmal ein bisschen genauer hingucken, weil ich bin ja umgezogen. Ich habe noch keine Vorhänge. Das ist noch ziemlich hell. Und wenn es halt ein dunkles Bild ist im Spiel, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, wo ich lang gehen muss. Aber das hier sieht ganz... Das ist so okay. So weit, so gut. Charmant. Oh. Spinnen. Wie passend. Bombarda! Gleich weg mit die Viechers. Confingo! Bombarda! So. Wir waren es nicht, ne? Scheiße, da ist ja ein bisschen was los gerade. Confingo! Pompano! Gut. Potato! Pompano! Gut. Ein bisschen gehämmert. Mal ganz kurz die Tür ein bisschen ran. Sie ist schon dran. Ist gut. Nicht wahr? Oh, da war, genau, hier oben war doch noch irgendwo eine, ne? Ach, hier.
Vielleicht rennt die irgendwo außen rum. Weil die von da oben nicht runterkommt. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir werden sicher schmackhafter als Kobold essen. Ja. Hier ist auch nochmal eine Arena. Das sieht zumindest so aus. Ach hier. Protego. Kleine Biester, nicht aber, wahr? Aber wirklich. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand. Und was ist denn vor Geräusch? Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Da kommt sie, hallo. Sind. Confringo! Confringo! Wow! Confringo! Confringo! Shit. Bombarda. Arresto momento. Confringo. Akio. Okay, du da oben musst da runter. Arresto Momento. So. Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Ruhm suchen. Solche Ruhen haben wir doch schon mal gesehen. Ja. Confringo! Endlich können wir hier raus. Na, was war das? Hm.
Oh, Getränke. Okay. Das könnte... Oh, okay. Auf geht's. Das wäre witzig gewesen, würde ein Fels aufnehmen. Auf ihn fallen oder sich selbst ausknocken. Arresto Moment. Kann er die Säulen auch kaputt machen hier oder was? Protego! Kann er. Aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Probier es ja nochmal. Das war's. Ah ne, hier ist noch eine. Vielleicht bringt das irgendwas. Man weiß es nicht genau. Anscheinend nicht. Aber auch die Spinne kaputt. Ja, also die Kiefer haut er die mit. Immer das gleiche Schema. Moment. Gute Arbeit.
Das bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Oh. Revelio. Reparo. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Was? Bin Zauberer. Über harte Arbeit lache ich doch. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Isadora. So, ich frage mich ja, was als nächstes kommt. Ob das jetzt nur ein Zwischenboss war, oder? Außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Oder was uns noch eine als Barriere. Hauptkampf erwartet. Gute Nachricht? Das klingt eher beunruhigend. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Ja. Mindestens. Lumos. Confringo. Selbst fast nicht besser gekommen. Revelio. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Muss hier noch einmal kurz gucken. Confringo! Danke. That was close. Eine Rune. Beziehungsweise Schloss. Komm, trink! Da ist Nummer 2. Sind, glaube ich, generell 3 immer, ne, oder? Noch eine Rune. Eigentlich ja. Müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Okay. Weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Die Erinnerungen, die Isa zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Ein weiterer Durchgang alter Magie zur Krypta. Hier muss sich das letzte Triptychon-Teil befinden. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr.
Vielleicht. Dann lass mal hin. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Ach was, hier bin ich jetzt wieder hier. Aha. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Da kommt es gleich in dem Vorhang hervor, oder? Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist.
wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Das ist die Frage der Fragen. Keine Ahnung. Aber finden wir es raus. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Macht's gut. Bis dann.